Willkommen an euch. Schön, dass ihr dabei seid bei dieser hoffentlich geilen Ausfahrt, die es wird. Wir haben jetzt circa halb zehn, Viertel nach zehn, glaube ich. So wobei. Und ja, jetzt gibt es erstmal eine schöne Ausfahrt mit dem lieben Kev O'Connor, mit Mario und dem lieben Dominik, der sich übrigens auch eine neue Can-Am Renegade, ich glaube, was war es jetzt? 65? 600? Irgendwie geholt hat? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht, entschuldigt dafür. Ja, mal gucken, was uns so erwartet, ne? Lasst euch überraschen und seid einfach dabei bei dieser schönen Ausfahrt hier, die wir hier zusammen haben. Mal gucken, was wir alles so erleben werden und mal gucken, wie sich das Wetter überhaupt auch noch entwickelt. Ölwechsel an der Maschine haben wir ja durchgeführt, wie ihr wisst. Ihr wart ja dabei über Instagram und im Livestream bei YouTube bei mir auf dem Kanal. Habe ich mich übelst drüber gefreut, dass wieder so viele eingeschaltet hatten und zugeschaut haben. Und ja, war schon cool, das mal so gemacht zu haben, den ersten eigenen Ölwechsel, Dominik lässt hier schon mal einen jucken, durchzuführen an der Polaris. Es war wirklich kein Hexenwerk, Leute, also es war wirklich überschaubar, das durchzuführen. Und ich werde euch auf jeden Fall in der Zukunft dann auch noch weitere Tutorial-Videos, nenne ich es jetzt mal, zeigen, was die Technik von der Scrambler angeht. Und werde euch da auch zeigen, wie man das eine oder andere repariert. Self-made natürlich, ja, auf Low-Budget-Ebene, so dass ihr dann auch euer Geld spart. Ne? Baby, ich hab schon wieder so Bock. Ich hab so Bock. Blinker, alles geht, yo. Ich hab so Bock, Leute. Ich bin so motiviert. Allein, dass Kev O'Connor auch heute mit dazu gestoßen ist. Mega geil. Mega geil. Also ich freue mich darüber. Wirklich richtig doll. Grüße gehen raus an dich, Diggi. Ich hab so Bock mit euch hier eine schöne Ausfahrt zu machen. Ich hab so Bock, Leute, das könnt ihr euch echt nicht vorstellen. Ohne Scheiße, ey. Kamera blinkt, also das finde ich ganz gut, dass ich die Blinkfunktion von der Kamera jetzt auch immer eingestellt habe, dass ich auch wirklich sehen kann, ob die Kamera filmt. Weil es geht nichts darüber, wenn ihr mitten am Film seid und die Kamera kackt ab, ey. Das ist so scheiße. Ohne Scheiß, ich bin so motiviert. Das ist schon geil. Das ist schon geil, dass man hier auch so ein Feldwegen echt mal einen jucken lassen kann. Und diese Anblicke von den ATVs, das ist auch mega geil. Wenn ihr die Renegade so seht, Leute, das ist so ein geiles Gerät. Nicht umsonst hat sich Dominik jetzt auch eine neue geholt. Ja, ich bin echt gespannt, wo wir mal längs fahren und durchkommen und nicht durchkommen, wo wir vielleicht auch stecken bleiben werden. Mal gucken, was so für Gelände überall kommt.
Wir werden sehen. Wir lassen uns da echt vollkommen überraschen. Bis jetzt nach dem Ölwechsel Temperatur sehe ich gerade ist bei 90 Grad, also alles safe, alles okay. Wir haben keine Motorprobleme großartig. Dementsprechend können wir da erstmal beruhigt sein. Also scheine ich ja am Ölwechsel alles richtig gemacht zu haben. Woo! Ich sag bis später, euer Devil Rider. Peace. So, ihr Lieben, ich melde mich jetzt nochmal wieder bei euch. Mit einer anderen Stelle. Wir sind jetzt schon ein paar Kilometer weitergekommen und wir fahren jetzt gerade so einen normalen Feldweg, Waldweg ab. Ja, und lasst uns einfach mal überraschen, wo es hier hingeht, wo wir hinkommen nachher. Vor uns der liebe Kev O'Connor. Ich denke mal, der wird ja auch einen Vlog machen und euch da auch noch ein bisschen was zeigen, was wir so den Tag gemacht haben, erlebt haben zusammen. Woo! Baby, ich hab Bock! Und ja, es werden auf jeden Fall noch echt schöne Geländeteile dabei sein nachher gleich. Und wir hoffen einfach, dass das Wetter halbwegs mitspielt, aber so ein bisschen zieht der Himmel schon wieder auf, sehe ich gerade. Ich freue mich darauf, euch mit dabei zu haben, ja, um dann mal ein bisschen mit euch zusammen die Videos oder das Video dann zu genießen, je nachdem, wie viele Teile ich daraus machen werde, weil es wird wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Material entsprechen, weil wir hier natürlich den Tag über unterwegs sind. Und genau. Grüße gehen an euch alle raus. Und vielen, vielen Dank auch nochmal natürlich an meine Unterstützer, an meine Supporter, an die Leute, die mir in der letzten Zeit immer wieder Spenden haben zukommen lassen für die Drohnengeschichte. Ganz fette Grüße an euch alle. Ich liebe euch. Küsse gehen raus. Und ich bin mega stolz auf meine Community, auf meinen Channel, den wir gemeinsam zusammen natürlich führen, den ihr immer weiter aufbaut. Ja, denn ohne euch als Community wäre das sowieso alles nichts und ich würde da nicht weiter vorankommen. Jawohl! Also Leute, es wird hier schon ein bisschen anspruchsvoller jetzt, was die Wege angeht. Wir haben jetzt hier so ja, leichte Schräglagen ab und an mit bei und auch mal ja, ziemlich tiefere Löcher, wo wir dann also ein bisschen schon so ein bisschen am Springen sind, halbwegs. Auch wenn es so kleine Sprünge sind. Und der liebe Kev vor mir wackelt eben gerade mit seinem Popürchen so nach links und rechts. Ball. Mörder. Fett Arsch voraus. Der hat eine runde Rosette. Das erspricht halt im Grunde das aus, was man vielleicht in dem Moment auch einfach denkt, ne? Ich denke mal, damit wollte er mir signalisieren, dass das hier doch schon ein bisschen ja, anspruchsvoller ist und er sich jetzt auch hingestellt hat. Ich saug das wirklich so auf, diese Eindrücke und das ist hier, wie ihr sehen könnt, pure Natur. Ja, hier ist wirklich nur Natur und dieser Feldweg und mehr ist hier nicht. Und dementsprechend ist das schon eine echt fette Sache, Leute. Es kommt ja noch mehr, ne? Es kommt ja noch mehr. Es bleibt ja nicht nur bei diesem Feldweg. Aber ihr werdet sehen. Mal gucken, vielleicht lasse ich die Kamera jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Und ihr seid einfach dabei. Und ich quatsch ein bisschen, laber ein bisschen was. Das war auf jeden Fall auch keine überspontane Aktion, sondern das war schon so ein bisschen auch geplant. Und nachdem ich dann auch verpennt habe, Grüße gehen raus an dich, Mario. Und du denn mich abholen konntest, habe ich es dann auch irgendwann mal geschafft, dazu zu stoßen. Oh Leute, ich komme da jedes Mal nicht drauf klar. Warum ist es nur so? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, hoffen wir mal, dass das Wetter wirklich noch ein bisschen aufzieht. Damit wir, oder ja, selbst wenn es so bleibt jetzt, wie es jetzt ist, bin ich schon echt zufrieden. Und mal gucken, wo der Weg uns jetzt hier hinführt. Mal schauen, wo es hingeht. Woo! Let's go, baby! Let's go! So, ich muss mal kurz meine Brille ein bisschen absetzen, Leute. Oh. Let's fetz! Alter! Woo!
Alter! Da wirst du auch nicht lang kommen. Nein, da kommst du ja nirgendwo weg. Alter, leck mich am Arsch. Leute, das ist so krass hier. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an hier. Das ist echt unnormal. Unnormal. Aber wir wollen hier Spaß haben, Mann. Erstmal das Gelände ein bisschen kennenlernen, Leute. Und genau, erstmal ein bisschen kennenlernen. Das ist so geil. Das ist so geil. Alter Schwede, Leute. Ist das geil, deswegen habe ich jetzt auch die Kamera für euch angemacht und führe das Video erstmal fort und ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Wir sind auf jeden Fall ein bisschen rum, ihr Lieben, und ihr seid dabei. So, wir gucken mal, wo Kev ist. Da ist Kev. Da ist er, da kommt er runter. Geil, Baby. Wir haben auf jeden Fall nicht optimales. Er fährt erstmal komplett durchs Wasser. Ich will ein bisschen aufpassen wegen der Kamera, nicht, dass ich die gleich wieder versau und ihr hier nichts mehr erkennen könnt. Das wäre scheiße. Ey, guckt euch die Karre an. Guckt euch die Renegade mal an. Das ist ja unnormal, Alter. Aber geil! Das ist schon geil, das ist schon geil. Da fliegt der Dreck nur so hoch, ohne Scheiß, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist so geil. Ah, die Brille jetzt aufzusetzen macht überhaupt keinen Sinn. Ey, du siehst aus. Schön ins Gesicht. Oh, die Renegade ist schon schmackig, Leute. Alter Schwede. Also es tut mir leid, wenn ich vielleicht nicht immer und die ganze Zeit spreche und rede, Leute. Genießt einfach das Video, seid dabei. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Und ja, genau. Wow. Hier mal. Hier rüber.
Es macht so Bock. Ich muss mal kurz gucken wegen der Kamera, nicht, dass ihr nichts mehr sehen könnt. Das wäre echt scheiße. Es macht so Bock. Es ist so geil. Hier sind die Kühe, aber nicht voll aus. Nee, genau, deswegen, da passe ich auch schon auf. Komischerweise bleibt die Temperatur jetzt konstant bei 93. Ja, weil sie jetzt auch immer an der Nacht ist. Ah. Ich weiß, deswegen habe ich auch zugesehen, dass ich rumkomme. Natürlich müssen wir auch hier den lieben Dominik mit erwähnen, der ist ja mit in der Gruppe. Und ich denke mal, er kommt mit der Maschine auch ganz gut klar, ne? Kommt ganz gut hinterher. Auch schon ein bisschen versaut. Alter Schwede. Alter, woo! Ja, Baby, ja, Baby! Schön gemacht, Dominik! Weiter geht's! Allrad habe ich nicht drin, Leute, aber ich habe den Lastengang drin. Ich habe den Lastengang drin. Da, ja, hier wollen wir ein bisschen trial-mäßig fahren. Das ist so ein geiles Gelände hier. Ja, ihr müsst hier richtig schön mit eurem Körper arbeiten, was das Gleichgewicht angeht, dass ihr das wirklich verlagert nach rechts und links. Das ist schon anspruchsvoll. Sehr anspruchsvoll. Leute, das ist Offroad und Trial. Geil. Ah, hier die schöne King Quad Suzuki. Auch mit dabei. Oh. Ah, die meistert das hier auch mit. Ich will mal hier irgendwo noch querfeldein oder so, aber das sind da sind zu große Absätze. Ja, wir fahren hier. Boah. Boah. Aber die Maschinen machen das schon echt gut. Ja, Dominik kommt hinterher. Ja, wir achten ja alle so ein bisschen gegenseitig auf uns. Und dann klappt das auch. Na, falls denn der ein oder andere doch ein bisschen Probleme haben sollte, kann man da immer unterstützen und helfen. So, jetzt werden wir mal gucken. Dass wir hier links kommen. Ich würde ja gerne da hochfahren, ne? Ich würde da echt gerne hochfahren, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Was beeindruckend und geil ist und auch schön ist, dass die Maschine eben diese Bodenfreiheit auch hat. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Zentimeter oder wie viel genau, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Aber die Bodenfreiheit ist schon geil bei der Polaris Scrambler 1000. Oder generell beim ATV, ja, was die Bodenfreiheit angeht, ihr wisst es ja, es ist eben was anderes als beim Quad. So, Temperatur vom Öl, vom Kühler passt auch alles, bin ich zufrieden. Ja, würde ja nichts Schlimmeres geben, als wenn es da Probleme gibt, aber es gibt keine Probleme, also alles im Lot. Ist schon geil, ich würde da unten gerne mal drin, da unten will ich mal fahren. Ja? Ja, Kev weiß schon ganz genau, was ich vorhatte. Ah, ist schon geil. Ist schon geil. Das ist geil. So cool, dass wir hier heute alle zusammen ausfahren können und Spaß haben können an diesem geilen Tag. Sauber. Ah, der Wendekreis von der Polaris ist ein bisschen größer, ein bisschen ausholen hier.
hier kann man richtig schön Trial mal lernen von der Maschine und üben, ne? Wie ihr den Körper auch mal ein bisschen verlagern könnt zur Seite. Das kann man hier alles mal ein bisschen üben. Ja, muss man auch mal absteigen, dass man auf Nummer sicher geht. Und dann klappt das auch alles. Ja. Genauso wird's gemacht, Baby. Also wie gesagt, da müsst ihr einfach mit Körperverlagerung arbeiten. Ich hoffe, ihr konntet das gut erkennen. Das ist eigentlich das perfekte Gelände, wie ihr sehen könnt. Ihr habt da hinten wirklich diese Riesenlunke und hier zwischen auch mal. Also ihr könnt hier wirklich ja, Gas geben. Ne? Also was heißt Gas geben? Also auch mal langsamer fahren. Auch mal hier so runter. Da müsst ihr wirklich gucken. Oh! Das hier. So, hier muss ich Allrad reinmachen. Ne? Und da habt ihr gesehen, mit Allrad klappt das denn auch. Mal gucken, wie Kev hochkommt. Gucken, ich hatte ja, wie gesagt, da Allrad reingemacht. Ja, perfekt, ein bisschen Schwung genommen, dann geht das auch. Ja, ich muss da auch Allrad reinmachen. Ja, aber da sieht man mal, ne? Also man hat Zweiradantrieb, man haut Allrad rein, dann kommt man da auch hoch. Also ich würde sagen, rechts, da haben wir ein bisschen Platz. So, schön vorsichtig. Komplett einschlagen. Ja, da kommen wir vorbei. Komplett einschlagen und vorsichtig langsam runter. Oh, ich zeig dir das. Dann machen wir schon. Wartet. So, mal ein bisschen dazu lernen und generell lernen. Komm vorbei. Da machen wir Allrad rein. Da muss ich zurück. Lastengang. Knapp. Das war knapp. Gerettet! Das war aber trotzdem knapp. Ich hab's ja auf Kamera. Also wie gesagt, Leute, ihr müsst hier wirklich vorsichtig vorgehen und ja, ihr müsst da wirklich vorsichtig machen. Und genau gucken.